Jugendbeteiligung sollte stets dokumentiert und ausgewertet werden, um aus den Prozessen bestmöglich zu lernen. Wie können Beteiligungsprozesse evaluiert und Erkenntnisse aus dem Prozess festgehalten werden? Ich bin schon froh, wenn Prozesse überhaupt dokumentiert und ausgewertet werden. Wichtig dabei ist, dass sich die Teilnehmenden an einem Beteiligungsprozess gemeinsam auf ein Format einigen, mit dem sie alle gut arbeiten können. Für Jugendliche kommen zum Beispiel seitenlange geschriebene Protokolle eher nicht in Frage. Und ganz ehrlich, lesen Erwachsene immer alle Protokolle? Es müssen neue Dokumentationsformen gefunden werden und dabei helfen natürlich auch digitale Tools. In unserer Broschüre 16 Wege zu mehr Jugendgerechtigkeit, Gelingensbedingungen für die jugendgerechte Kommune zeigen wir Ihnen, welche Bedingungen es für gute Jugendbeteiligung und deren Dokumentation und Evaluation braucht. Wenn Kinder und Jugendliche beteiligt wurden, dann sollten Sie die auch im Anschluss des Prozesses fragen. Denn es ist nicht nur wichtig, ob und welche Ergebnisse erzielt wurden, sondern ob sich die Kinder und Jugendlichen auf dem Weg mitgenommen gefühlt haben. So haben sie die einzelnen Schritte im Prozess nachvollziehen, verstehen können, war der Prozess transparent, einfach die ganzen Fragen den Kindern und Jugendlichen direkt stellen. Auch die Feedback-Fragen können gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet werden, um zu evaluieren, welche Schwerpunkte ihnen besonders wichtig sind. Natürlich sollen die Ergebnisse entsprechend festgehalten werden, um sie zum einen nachvollziehen zu können, zum anderen aber auch, um aus den etwaigen Fehlern zu lernen oder um eben von Best-Practice-Beispielen profitieren zu können.